Willkommen zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Lilith Trenner. Hallo, und mit mir der sehr geschätzte Kollege, Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern und heute ist ja, ob es der große Protesttag ist, das bleibt noch abzuwarten. Aber zumindest deutschlandweit haben doch viele Erziehende diesen Aufruf genutzt, um sich vor Ort jeweils bei den Behörden, bei den Verantwortlichen, in den Städten, in den Kommunen ein bisschen Gehör zu verschaffen. Und da gab es zumindest jetzt gerade einen interessanten Artikel in der Taz, die aus Hamburg berichten und von einer Forderung, ich hoffe, ich gebe das alles richtig wieder, Gewerkschaft Verdi und Kita-Netzwerk Hamburg waren das wohl, von einer Forderung dort oder einer Überlegung, die sagen, in Anbetracht des Mangels an Fachpersonal oder auch anderen helfenden Händen, wäre es doch eigentlich richtig, wenn man eine Art Ampelsystem für die Kitas verpflichtend vorschreiben würde, bei denen die Eltern schon morgens sehen würden, grün, alles paletti, Mannschaft oder Teilnehmenden schafft, um es hier auch sprachlich richtig zu machen, vollständig an Bord. Alle können entsprechend des Bildungsauftrages hoffentlich gut arbeiten und entsprechende Angebote machen. Oder eben über die bekannten Farbschattierungen runter bis zu Rot. Heute geht gar nichts. Wir müssen wahlweise schließen oder die Betreuung der Kinder insoweit einschränken, dass wir wieder rein rechnerisch, farblich auf ein anderes, besseres Farbniveau kommen. Tja, und da ist es doch ein Anlass für uns ein paar Gedanken darüber zu machen, Frau Kollegin. Was meinen wir dazu? Was ist so unser Gefühl zu dem Vorschlag? Ich finde es tatsächlich ein bisschen problematisch. Also erstens stand es in dem Artikel so drin, dass bei Grün denn auch die pädagogische Arbeit gemäß Konzept durchgeführt werden könnte. Heißt für mich, wenn das so explizit da drin steht, okay, bei allen anderen Schattierungen, es ging um eine fünfstufige Ampel, bei allen anderen Schattierungen wäre also die konzeptionelle Arbeit sozusagen nicht mehr so oder nicht mehr vollständig möglich, finde ich natürlich ein bisschen problematisch, weil Krankheitsfälle haben wir immer, wir haben auch immer Fortbildungsfälle, wir haben auch immer Leute im Urlaub. Und trotzdem sollte es möglich sein, das pädagogische Konzept, gegebenenfalls angepasst natürlich, trotzdem umzusetzen. Wenigstens in Ansätzen. Also insofern, diese eine Bemerkung fand ich so ein bisschen problematisch. Und dann natürlich weiter, wer konfiguriert diese Ampel? Werden da Eltern mit einbezogen? Und wenn die Eltern dann morgens dastehen und gesagt bekommen oder sehen, oh, die Ampel steht auf Rot, jetzt muss ich hier mein Kind wieder mitnehmen, dann wird es natürlich trotzdem Diskussionen geben. Und diese Diskussionen werden natürlich trotzdem erst recht Kapazitäten binden. Also eigentlich müsste diese Ampel nicht irgendwo zu sehen sein, sondern schon vorher, weil irgendwann kriegt der Träger oder die Leitung ja mit, okay, wir sind jetzt hier ganz kurz vor Rot oder tatsächlich bei Rot, dann müsste es eigentlich schon direkt die offizielle Kommunikation geben. Würde ich für sinnvoller halten, damit gar nicht erst man sich auf den Weg macht gegebenenfalls und dann sich denkt, okay, jetzt stehe ich hier und werde im Regen stehen gelassen und muss jetzt mit Kind wieder von dann ziehen, weil ich glaube, das führt echt zu Konflikten. Würde ich aber an dieser Stelle als gar nicht so problematisch erstmal betrachten, denn wie man das dann im Einzelfall sozusagen organisatorisch vor Ort macht, das ist ja der zweite Schritt erstmal. Und wenn ich den Gedanken, der dahinter stehen soll, richtig verstanden habe, geht es darum, die Einrichtungen aus einer Art von Konkurrenzsituation herauszuholen. Ich glaube, so stand das dort, dass man also nicht versucht, irgendwie die Einrichtung mit Biegen und Brechen offen zu lassen oder unter Volllast zu fahren, in der Angst, dass man sozusagen mit dem Finger gezeigt bekommt, na schaut mir her, die anderen schaffen es doch auch, warum ihr denn nicht? Und dass wir so sozusagen innerhalb der Trägerlandschaft da in so eine Art von Abwärtsspirale hinein geraten. Das finde ich einen ganz guten Gedanken eigentlich. Und das finde ich einen guten Gedanken. Und wenn es eine entsprechende Vorgabe gibt, die kann man ja machen, das kann man ja mit einem Quotienten berechnen, okay, wer soll das wieder berechnen, aber das wird ja auch einigermaßen schnell möglich sein, dann gibt es halt diese Information an die Eltern,
Zu welchem Zeitpunkt? Ist jetzt erstmal der nächste Gedanke. Und über dieses unbestechliche Merkmal, so stehen wir gerade da, haben Eltern ja auch die Möglichkeit, sich gegebenenfalls frühzeitig neu einzutakten und werden vielleicht nicht im Laufe eines Tages überrascht mit der Telefonkette. Ja, ihr müsst jetzt leider alle abholen, es haben sich immer mehr krank gemeldet. Bitte? Stimmt. Also erstmal, klar, meine Punkte betrafen die Umsetzung. Also das ist dann natürlich die Einzelfrage, wird das von irgendwoher zentral vorgegeben oder gibt es tatsächlich Berechnungsmethoden dafür, die vielleicht sogar von der Sozialbehörde da entsprechend mit herausgegeben werden und so weiter und so fort. Das ist klar, das ist dann der nächste Schritt. Aber was du jetzt gerade meintest, von wegen Konkurrenzgedanke, habe ich auch gelesen in dem Artikel, fand ich interessant, weil tatsächlich ist ja die Frage, gibt es im Moment diese Konkurrenz? Konkurrenz bedeutet ja, dass ich mit anderen Kitas darum konkurriere, dass die Eltern zu mir kommen. Und ich muss den Eltern was bieten, damit die bei mir bleiben. Aber wir haben ja immer noch einen Kita-Platzmangel. Gleichzeitig. Ja, aber an der Stelle, bitte, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich war fertig. Gleichzeitig haben wir eben den Kita-Platzmangel, wir haben Fachkraftmangel und Kita-Platzmangel. Also insofern... Ich glaube, die Konkurrenz, vielleicht bestimmt ist das Wort da vielleicht nicht hundertprozentig treffend. Ich glaube schon, es war damit gemeint, dass nicht alle Einrichtungen, um sich nicht dem Ruf auszusetzen, es angeblich nicht gebacken zu bekommen, versuchen ein bisschen hinzuwursteln. Und vielleicht würde man ja über eine Vorgabe, jedes Bundesland legt diese Vorgabe fest, würde, und es ist dann auch entsprechend für Eltern sichtbar. Und natürlich würde es auch ganz schnell im Sozialraum gewisse, ich sage jetzt mal vorsichtig, Hitlisten im negativen Sinne vielleicht geben. Ja? Aber dadurch würde sich vielleicht noch mehr für alle zeigen, wie es gerade nicht funktioniert. Natürlich wird eine Einrichtung ganz unten die rote Laterne haben, das ist wie bei der Bundesliga. Eine Einrichtung wird nun mal innerhalb eines gewissen Zeitraumes am schlechtesten abschneiden. Das wird man nicht wegzaubern können, aber wenn wir uns überlegen, es geht um die Sicherheit der Beschäftigten und um die Sicherheit der Kinder und wir lassen an dieser Stelle kein vor sich hin murkeln zu, ist es eigentlich wiederum ein ganz interessanter Gedanke. Es löst natürlich nicht das Problem, das wissen wir ja beide auch. Es löst überhaupt nicht das Problem, sondern man versucht darüber sicherlich wieder Druck aufzubauen. Aber das Thema Druck aufbauen hat in der Vergangenheit ja auch nicht funktioniert. Ich meine, wir haben das Thema seit Jahren, wir beide reden seit Jahren darüber, auch in den Videos. Wir weisen seit Jahren darauf hin, wie viele demnächst in die Rente gehen werden und wie wenige nachkommen, dass das rechnerisch nicht klappt und es passiert trotzdem nichts und es wird genauso letztendlich verdaddelt wie bei der Rente, die garantiert auch nicht sicher ist. Ja. Also da sehen wir einfach ein Problem. Es ist so ein bisschen über Bande gespielt, dass man mit dem wichtigen Ampelsystem sozusagen, naja, auch medial was in der Hand hat. Und da habe ich wieder das Problem zu sagen, okay, was bringt's am Ende? Was kommt, ne, was haben wir am Ende als Ergebnis vorzuzeigen? Ein anderes Thema, und das ist vielleicht auch nochmal was, was mir so ansatzweise so ein bisschen aufgefallen ist, wie weit wir hier womöglich Probleme mit dem Datenschutz haben. Ich weiß, kann keiner hören, will keiner hören, dass jetzt auch noch der Datenschutz dazwischen funkt, aber wir haben ja vielleicht gerade bei kleineren Einrichtungen dann die Problematik, dass, naja, ein Gesicht ist nicht zu sehen und schwuppdiwupps springt die Ampel auf rot um, dann wissen alle, ist mal wieder krank. Ja, und auch... Ja, wobei das Rumspringen hat ja noch nicht unbedingt was mit krank zu tun, sondern kann ja eben auch alles mögliche andere sein. Jedenfalls haben wir gerade nicht ausreichend Personal, um es so zu wuppen. Also insofern habe ich diesen Punkt jetzt gerade gar nicht unbedingt gesehen. Ja, natürlich, wenn wir abstrakt draufschauen, kann es natürlich auch einen anderen Grund haben. Aber in der Praxis führt das doch dazu, dass jemand weiß, ich fühle mich nicht gut, ich würde dafür Sorge tragen, dass das Ganze auf Rot umschlägt. Und wie fühle ich mich heute Vormittag oder jetzt morgens, wenn ich weiß, dass eine halbe Stunde später meine KollegInnen den Eltern erklären müssen, dass es leider wieder rot ist? Ja, warum denn? Und dann ein Augenrollen kommt. Also da habe ich an der Stelle so ein bisschen meine Sorgen, dass das wiederum einen Druck auslöst, der wiederum dazu führt, dass die Leute nicht genügend auf sich selber achten. Aber das heißt, wir haben den Konkurrenzgedanken bei den Kitas untereinander ausgemerzt damit gegebenenfalls, aber haben einen neuen Konkurrenzgedanken innerhalb des Teams. Super.
Ja, könnte immer auch sein. Also grundsätzlich finde ich den Gedanken ganz interessant. Es lohnt sich, darüber weiter nachzudenken, insbesondere auch, wenn wir überhaupt gar keinen erziehenden Mangel hätten. Auch dann, weil wir ja einen unbestechlichen Quotienten vielleicht vorfinden, wo wir sagen können, okay, das ist etwas, da sind wir alle der Auffassung als Gesellschaft, das ist nicht mehr möglich als Kinderbetreuung, das ist nicht mehr vertretbar. Da wäre was. Auf der anderen Seite, zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir uns dann, glaube ich, trotzdem darüber im Klaren sein, würde es nicht das Problem lösen. Ne? Gut, das ist unser Gedanke hier auf die Schnelle zu diesem Artikel, zu diesem heutigen Tag. Haltet durch da draußen, bleibt gesund hoffentlich. Bis dahin, ciao. Tschüss.